Und wir gehen zurück hier zu uns. Wir haben jetzt eine Geschichte, die eigentlich genauso überraschend ist. Wir sehen uns gleich nochmal. Mhm. Herr Dorn, Zauberei. Oft sagt man ja, oh, guck mal, da habe ich aber gesehen, die Zigarette hat er im Ärmel gehabt. Oder man sagt, ah, da hat die Beine angezogen, deswegen hat er in die Kiste gepasst. Jetzt sage ich Ihnen, sind Sie genauso verblüfft, wie ich es war. Was wir machen, das ist im Grunde Gedankenlesen. Etwas, was eigentlich heutzutage kaum noch jemand kann. Schön wäre es, wenn es mehr schaffen würden. Es sind zwei, die heißen Santo und Monique. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, der Frau. Servus, bitte sehr. Und das ist Santo. Santo, pass auf, ich kann es immer noch nicht. Oh, das schon fliegen die Fetzen. Er hat versprochen, Folgendes zu tun. Er geht ins Publikum. Im Publikum werden Herrschaften Dinge aus den Taschen nehmen, die sie dabei haben und von denen sie glauben, da kommt er nicht drauf. Genau so ist es, ja. Wir werden der Gnefrau die Augen verbinden. Richtig. Da übernehme ich die Verantwortung. Aber vorher, glaube ich, muss sie sogar noch in Trance gesetzt werden. In einen kleinen Trancezustand. Dann machen wir mal die kleine Trance. Selbstverständlich. Fantastisch. Keine Musik. Meine Damen und Herren, Monique ist noch nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu sehen oder zu erkennen. Selbstverständlich kann sie sich mit mir verständigen, sonst wäre ein weiteres Arbeiten nicht mehr möglich. Für die Zweifler aber, wie gesagt, haben wir ein Tuch mitgebracht. Der Thomas wird es mal untersuchen und wird die Monique damit verbinden. Bei mir können Sie glauben, also ich mache hier keine Betrügereien mit. Also wenn man was sehen würde, würde ich Ihnen ehrlich sagen, dass man was sieht. Man sieht nichts. Ich binde es ihr so um die Augen, dass sie nichts mehr sieht, nichts mehr riecht und nicht mehr atmen kann. Geht's noch so durch den Mund? Oh, aber mit ein bisschen vielleicht, dass man die sinnlichen Lippen ein bisschen so... Okay, aber also sehen tut sie nicht mehr. Da garantiere ich Ihnen das doch. Wir können auch zwischendurch noch die Hand davor halten. So, jetzt geht er los. Gut. Gehen wir mal schauen, ob wir was Interessantes finden. Wo machen wir den Anfang? Weißt du nun diesen Gegenstand? Es ist eine Brille. Eine Brille ist ja, das. Und hier geht's weiter. Ich habe hier einen Gegenstand. Weißt du nun, was das ist? Es ist ein Ausweis. Weiter, ich konzentriere mich. Weißt du bitte, was für ein Ausweis das ist? Es ist ein Studentenausweis. Richtig. Jetzt muss ich mal schauen. Ich hoffe, man nennt den Vornamen. Ich hoffe, du weißt ihn. Der Herr heißt Oliver. Richtig, weiter. Kann ich die Kamera zeigen? Ja, da sind wir, ja. Ah, okay. Ich möchte wissen, welches Fach er studiert. Überlege es genau. Kannst du es nennen? Konzentriere dich bitte stärker, Santo. Weiter. Ich möchte wissen, welche Sache hier studiert wird. Überlege es genau. Kannst du es uns nennen? Physik. Physik ist das, richtig. Jetzt muss ich mal reinschauen. Was haben wir? Haben wir gar keinen. Wollen, machen wir weiter. Oh ja. Ich konzentriere mich auf diesen Gegenstand. Ich möchte ihn als nächstes kennenlernen. Es ist eine Spielkarte. Richtig. Sag uns, was für eine Karte das ist. Es ist... Der Kreuzkönig. Der Kreuzkönig ist das. Gehen wir ein bisschen weiter, weil das kann sie theoretisch auch noch, das hat sie gar noch gesehen. Also angenommen, sie würde was sehen, gehen wir hier oben rauf. Das ist so weit weg. Gehen wir hier rauf? Gehen wir hier oben rauf. Also da kann sie beim besten Willen nur nicht mehr sehen. Habt ihr auch was in der Hand? Dies zum Beispiel. Also so hier, pass auf, dass sie wirklich so, stell dich da vor. So. Ich habe hier einen Gegenstand, überlege ihn genau. Es ist ein Anhänger. Ich konzentriere mich, was für ein Anhänger ist das? Ein Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselanhänger. Denke auch an diesen Gegenstand. Es ist ein Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel. Weiter, ich möchte nun die Automarke wissen. Kannst du mir übermitteln? Weiter, ich möchte es nur wissen. Konzentriere dich auf dieses Auto. Es ist ein Mitsubishi. Ein Mitsubishi ist das, richtig. Kannst du mir auch diesen Gegenstand übermitteln? Es ist eine Uhr. Eine Uhr ist das, richtig. Weißt du bitte die Uhrzeit? Bitte, ich möchte es wissen. 20:31 Uhr. Monique, das ist die Sendung aus. Richtig. Bitte übermittle mir die Minuten genau. Eins. Richtig. Pass auf, darf ich kurz unterbrechen? Also, hier sitzt ein Mädchen, du hast diesen Mann nie gesehen. Kennst die Dame da unten nicht? Nein, kenn ich nicht. Ganz ehrenhand. Ganz ehrlich. Okay, du gibst mir jetzt etwas, was ich selber noch nicht gesehen habe. Richtig, ich möchte den nächsten Gegenstand kennen. Weißt du bitte, was das ist? Es ist eine Karte. Eine Karte. Ich möchte wissen, von welcher Institution. Ich hoffe, man nicht nennt es sonst. Von der Post. Richtig. Weiter, weißt du bitte, was für eine Karte das ist? Nennt es sonst. Ich hoffe, du weißt es. Nenn es. Welche Karte ist das? Eine Telefonkarte. Eine Telefonkarte ist das, richtig. Und wo geht's weiter? Vielleicht hier auf der Seite. Ich denke an einen weiteren Gegenstand. Konzentriere dich bitte stärker, Santo. Ich denke an dieses Ding. Was ist das? Es ist ein Ring. Ein Ring. Weißt du den Stein? Ich denke daran. Es ist ein Brillant. Ich möchte das Material wissen. Es ist Gold. Gold ist das, richtig. Denke an diesen Gegenstand. Ich möchte ihn als nächstes kennenlernen. Es ist eine Halskette. Eine Halskette. Ich habe hier einen weiteren Gegenstand. Denke daran. Es ist ein Anhänger. Ein Anhänger. Weiter. Weißt du, was das genau ist? Ich hoffe, man nicht nennt es sonst. Wer möchte das als nächstes wissen? Es ist ein Boot. Ein Boot. Weiter. Ich konzentriere mich. Nenn uns das genauer. Ein Segelboot. Ein Segelboot. Kann die nie sehen von da unten. Das ist, pass auf. Lass mal das hier. Wenn ich mal, pass auf. Das hier. So. Also das hat man ja normalerweise
Nicht unbedingt in der Tasche. Ich hoffe, man nicht sagt uns einen weiteren Gegenstand. Es ist eine Schere. Eine Schere ist das. Geht ihr wieder an den Absender zurück. Bitte sehr. Werf mal daher. Werf mal her. Oppala. Oh was? Gott. Ja? Na, guck mal hier. Das hier ist doch toll. Oh ja. Nenn uns diesen Gegenstand, ich konzentriere mich da. Es ist etwas Essbares. Weißt du, was das genau ist? Ich denke daran. Nee, nee. Es ist ein Brötchen. Brötchen ist das, jawohl, ja. Jetzt haben wir hier ein weiteres Ding. Ich habe hier einen weiteren Gegenstand, denke daran. Es ist ein Anhänger. Weißt du, als nächstes die Institution? Von einer Versicherung. Weiter, sag es genau, übermittle es mir, ich konzentriere mich jetzt darauf. Von DAS. DAS, ein bisschen Reklame, jawohl, ja. Okay, ja, es ist, okay. Es, wir können da stundenlang weitermachen. Es ist unbegreiflich. Danke. Es ist. Dankeschön. Danke und Monique. Also, ich begreife es nicht. Ich meine, du wirst mir es nicht sagen. Aber so in zwei Worten, ist es psychisch oder ist es ein Trick? Es ist kein Trick. Ja, dann kann sie etwas. Ich meine, dann habt ihr. Wie oft habt ihr im Lotto schon gewonnen oder geht das nicht? Nein, wir können ja nicht hell sehen. Monique kann ja nur meine Gedanken lesen. Das ist ja schade. Wenn ich natürlich die Lottozahlen vorher wüsste, dann wüsste sie es auch, aber ich weiß es leider vorher nicht. Ich habe ein paar Sachen in der Tasche, die eigentlich selten jemand in der Tasche hat. Machen wir ganz kurz. Sie sieht es nicht. Schau mal her. Also hier. Wo sie sind. Oh ja. Nenn uns diesen Gegenstand, ich möchte ihn als nächstes kennenlernen. Monique, nenne das Ding. Ich konzentriere mich fest darauf. Das ist etwas Essbares. Weiter, ich möchte, dass ich nächstes genau wissen kannst du es verraten. Ich konzentriere mich. Es ist Käse. Käse ist das, richtig. Mach. Okay, reicht. Ja, reicht schon. Noch was ich eigentlich immer in der Tasche habe, aber was an für sich selten junge Leute mit sich herumtragen. Ich konzentriere mich auf diesen Gegenstand. Weißt du wieder, was das ist? Es ist ein Stofftier. Ich möchte nun wissen, was für ein Tier das ist. Es ist eine Maus. Nenn uns die Farbe. Sie ist weiß. Weiß ist er, jawohl. Geht nicht, ne? Ja. Danke schön. Danke sehr. Junge, Junge. Also. Jedes Mal, wenn er an andere Frauen denkt, kriegt er einen Magen, oder? Ja, weißt du alles. Ungefähr, ja. Jetzt mache ich weiter. Ich könnte euch stundenlang zuschauen, aber ich mache auch mal so eine Geschichte. Herzlich. Ach so, aufwachen, um Gottes Willen. Aufwachen. Die pennt ja den ganzen. Ja, einmal schnauzen. Ja. Ja. Und Nick, bist super. Danke, in der Semmel haben Sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So.